Oh, ist das niedlich. Ein süßes Fischchen und ein Katzi. Oh, pinke Vögel, grüne Berge, ist das schön. Und so eine harmonische Musik. Richtig romantisch. Was könnte das bloß sein? Stardew Valley. Und damit herzlich willkommen bei Remastered. Wieder mal mit Fabian. Ein wunderschöner neuer Titel, über den ich schon so ein bisschen gehört habe. Ich habe den mir einfach ganz spontan zugelegt und ich habe echt gesagt, keine Ahnung, wie ich das Spiel spiele. Ich weiß auf jeden Fall, es ist eine Art Harvest Moon von jemandem, der selber ein großer Harvest Moon Fan war und irgendwie ein, ja, ein neues Harvest Moon schaffen wollte, wo halt eben ganz viele Sachen drin sind, die Harvest Moon für ihn einfach nicht parat hatten. Ja, ich springe einfach mal direkt ins kalte Wasser und fange einfach mal an. Die Musik gefällt mir schon mal sehr gut und auch der Look. Ich habe einmal ganz kurz mir ein Video angeguckt, wie es aussieht. Ja, Fabian natürlich, der Name. Der Farmname. Oh, ist das schön. Die Farm heißt natürlich Benno House. Ist ja ganz klar. Favorite Thing. Oh, das ist natürlich schön. Irgendwas mit Medien. Oh, so viel geht natürlich nicht. Dann guckt er natürlich am liebsten Weitwinkel. Oder eigentlich Remastered, ne? Komm. Aber er schaltet auch bei Weitwinkel natürlich ein. Ah, ich nehme einen Mann. Oh, ist das hier, ist das putzig. Oh, Hund oder Katzenfreund, ist das süß. Ich bin natürlich ein Katzenfreund. Alle Hundeliebhaber mögen es mir vergeben, aber ich mag auch Hunde, aber ich liebe Katzen. So, ja, ein bisschen sonnengebräunt, ne? Texas Style. Oh, Toni Marshall Gedächtnisfrisur. Ja. Oh. Ganz schöne Auswahl hier. Oh, das sieht doch ganz witzig aus. Obwohl. Was gibt's hier? Ja, komm hier, ne? Oh, putzig. Ja, komm, das sieht gut aus. Was es da nicht alles gibt. Ja, komm, so, das passt doch. Also, ich kann hier die Augenfarbe und so alles mal einstellen. Ob man das so genau sieht. War ich zu bezweifeln, aber ich färbe mir mal die Haare so bläulich. Das sieht man auf jeden Fall. Ja gut, komm, hier die Hose noch mal grüner. Ja, ich glaube, dann habe ich erstmal alles. Okay. Spielt, glaube ich, halt im Weltraum auf einer Farm. Naja, gucken wir einfach mal, was das Intro hier zu bieten hat. Okay, ein Brief von Opa. Sieht aus wie der Weihnachtsmann, ich weiß nicht. Wahrscheinlich war das Opas Sterbebett. Das ist natürlich ein trauriger Einstieg. Oh. Ah, das sieht doch aus wie heutzutage in Asien oder Amerika vielerorts. Auch in Deutschland teilweise natürlich. Okay, spielt er da Gameboy oder arbeitet er? Bin ich ganz sicher. Sunset Rider. Okay. Ich glaube, das bin ich. Oh. Ah, Opas Brief. Ah, jetzt kann ich interagieren. Ah, schade, ich dachte, ich kann direkt mal was machen. Aber gut. Oh.
Oh ja, das könnte ich wirklich sein, also das passt. Benno Haus Farm, oh. Oh, das ist aber süß von Opa. Also wirklich, er hat mir seine Farm vermacht, die Benno Haus Farm. Jetzt trete ich in Opas hoffentlich nicht allzu große Fußstapfen und versuche mich als Farmer in Stardew Valley. Okay. Okay. Wer ist Luis? Wir werden es herausfinden. Ach, ist das putzig. Ich mag meinen Opa. Oh, und das sind noch schöne Berge. Okay. Süßer Bus. Ich finde die Grafik ist auf jeden Fall echt süß. Ist ja echt so wie Super Game Boy oder so fast. Ich weiß gar nicht, echt wie so ein sehr schönes Super Nintendo Spiel. Okay. Oh, das ist wirklich nach dem Intro wieder. Ne, doch nicht, es ist rot, aber es ist so süß. Ja, ich bin Fabian. Oh, Robin, hallo. Ah, okay. Ah, Luis. Nee, doch. Luis ist der Bürgermeister scheinbar. Okay. Okay, jetzt lerne ich meine Farm kennen. Oder unsere Farm natürlich. Die Benno aus Farm. Oh, ist das schön. Das ist ja wirklich süß. Also. Oh. Ja, doch. Ob Goran hier auch sein Café betreibt? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, es sieht echt etwas wüst hier aus. Überall liegen Sachen rum. Wahllos Salatköpfe gepflanzt, wenn ich das richtig sehe. Oh, meine neue Heimat. Oh, und das müssen Luis sein, oder? Ja, hallo. Was macht der in meiner Farm? Okay, ja gut, er ist der Bürgermeister von Pelican Town. Oh, süß. Alle haben schon nach mir gefragt, achso. Ja, und du ziehst jetzt aus meiner Farm, bitte. Ja. Ja, sehr rustikal, ja, das stimmt. Ach komm, ich find's schön. Sie verkauft also Upgrades, scheinbar. Interessant. Ah, okay. Morgen gucke ich mir die Stadt ein bisschen an. Ja, klar, gerne. Okay. Hier schon so ein Bienenstock oder so, oder ist das mitten in meinem Kompost? Ah, okay. Ah, okay, der Bürgermeister arbeitet auch nachts und sammelt Sachen, die ich verkaufen möchte, hier in der Box scheinbar. Das ist ein guter Mann. Oh, der Hahn kräht früh morgens, muss ich raus. Okay, also. Ah, okay, WASD, das ist ja witzig. Mit Shift renne ich scheinbar. Oder auch nicht. Oder auch doch. Na, irgendwie renne ich und wenn ich Shift drücke, renne ich nicht. Okay. Ja, das ist ja auch witzig. Okay. Ah, okay. Parsnip Seeds.
Ah, okay. Erstmal als Anfang. Ach, ich kann die Pflanze. Ah, jetzt habe ich die mitgenommen, aber die brauche ich wahrscheinlich draußen gar nicht. Aber, ach, ich kann meine Einrichtung so ein bisschen, ja. Ich bin individuell und stelle die Pflanze, ja. Hierhin, dann kann sie ein bisschen Fernsehen gucken. Ah, das ist aber süß. Kann man sich hier... Ach, sogar das Fenster kann ich verändern. Das ist ja witzig. Hier, hier an der Seite geht nicht. Oh, ein Bild. Ja, komm. Man, das... Ja, mit rechter Maus. Ich kann es sogar drehen. Ich finde eigentlich, so ist es. Cool. Das gehört eigentlich vor den Kamin, ne? Wenn man sich da vor den Kamin legen möchte. Naja, ich gehe jetzt mal hier raus. Vermutlich. Ach so, ich kann hier gucken. Eine Axt. Eine... Hoe. Ja, ist wahrscheinlich eine... Ach, eine Hake wahrscheinlich, naja. Watering Can, okay. Pickaxe. Noch... ach so, eine Sense. Ah, okay. Ja, ich gehe mal raus und guck mal, ne? Also... Ich weiß halt echt gar noch nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht... Ach so, wahrscheinlich... muss ich die Sachen auswählen. Ja, und dann... okay, jetzt... dann ernte ich hier. Ah, okay, ich weiß nicht, ob ich einfach... wahrscheinlich kann ich das Grünzeug mit dieser, ja, mit dieser Axt... bearbeiten. Okay, das nicht. Ich weiß auch gar nicht... Okay, das scheint schon größer zu sein. Ach so, ja, jetzt kriege ich Fasern, ja. Ob ich das möchte, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Was passiert denn, wenn ich die Hake auswähle? Und dann, hier... Ach so, aber ich kriege auch, gemischte Samen. Ich weiß aber gar nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt hier die alle zu ernten, oder zu hacken, oder ob ich die jetzt mal gießen sollte. Jetzt einfach mal ein paar, mal gucken, ob da dann vielleicht ein bisschen mehr wächst. Oder soll ich hier einfach erstmal aufräumen, damit ich Felder schaffen kann? Das ist natürlich auch eine gute Sache eigentlich. Ich glaube, ja, wahrscheinlich sollte ich hier erstmal einfach alles einsammeln und erstmal Platz machen, dass ich hier selber Felder anlegen kann. Okay, jetzt habe ich Kohl. Cool. Kohl. Okay, also Kohle, Stein. Cool ist Kohle natürlich auch. Zack, Stein. Weil die Musik gefällt mir schon richtig gut. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt mit der Pickaxe oder das Holz hacken? Nee. Da brauche ich dann... Weiß ich gar nicht, ob ich die Axt dann brauche. Ja, okay. Ich glaube, ich mache hier erstmal vor dem Haus, dem oder neben und rund um das Haus erstmal so ein bisschen in Ordnung. Wahrscheinlich kann ich mit den Fasern auch noch irgendwas machen. Oder ich mache jetzt meine ganze Ernte natürlich zunichte. Aber ich schau mal. Ich schaffe einfach erstmal Platz und sammle Fiber. Ich meine eigentlich, wahrscheinlich brauche ich das nicht wirklich, aber... Ich habe so ein riesiges Grundstück. Opa, möge es mir vergeben, wenn ich jetzt hier nicht den grünen Daumen beweise, den er damals hatte. Okay, das ist schon größer gewachsen hier. Ah, da brauche ich, genau, da brauche ich natürlich die Sense, um mich durchs Gras zu... Ah, geil. Durchs Gras zu mitten. Oh, das geht auch schon viel schneller. Kann ich die anderen auch noch eben abarbeiten? Kann ich die auch wegsensen einfach? Ja, geil, das geht viel schneller. Kann ich zwei gleichzeitig her. Das ist ganz praktisch. So, weg damit, weg damit. Na, hier geblieben. Zack, zack. Ich mache jetzt erstmal hier so eine... Da bist du dem Teich da. Ob ich da auch Fische einsetzen kann später, das wäre natürlich so. Schauen wir mal, ich werde jetzt erstmal hier bis zu dem Teich so eine Linie ziehen, wo ich dann vielleicht gleich was anbaue, ob ich da meine Samen irgendwie sähe. Zack. Erstmal hier die ganzen Steine, die kann ich bestimmt gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich mein Haus auch erweitern kann, aber die meinte, dass die Haus-Upgrades verkauft. Vielleicht kann ich auch einfach kleine Gebäude oder so noch bauen. So, wieder die Axt. Zack. Nehme ich auch noch eben mit Pickaxe für die Steine natürlich. Zack, zack. Den hier noch. Oh, das braucht ganz viel Holz.
soll es auch für den Hausbau gebrauchen? Ich weiß es halt echt noch gar nicht. So, jetzt sende ich mich mal hier eben noch durch das Gras. Wenn das Opa Gras anbaut, hätte ich auch nicht erwartet. Zack. Die Steine eben noch. Komm, dann soll es auch gleich erstmal gut sein. Sieht schon ganz ordentlich aus. Ob ich die jetzt einfach schon weitergewachsen sind oder ob ich die gar nicht abarbeiten kann. Ne, irgendwie. Ich muss aber öfter draufhauen. Ah, okay. Und die bringen, ja, die bringen auch ein bisschen mehr, wie es aussieht. So, ist das putzig hier. Also, der Vorgarten ist jetzt erstmal, kann ich doch bestimmt auch die großen Bäume hier umsensen. Oder mit der Axt bearbeiten, das muss ich mal gucken. Ja, es geht. Okay, den fällt ich jetzt hier, dann habe ich Platz, aber eigentlich... Oh, ist das schön. Das ist hier erstmal... Boah, okay, das bringt natürlich richtig viel. Ah, okay. Für den Stumpf habe ich noch keine passende Axt. Ja, also. Monat 1, ja. Uhrzeit 500 habe ich an Geld und okay. Ja, hier ist mir auch mein Journal. Kann ich auch so nachlesen. Ah, okay. Okay. Ah, okay, ich soll mich bei den Leuten noch vorstellen, aber erstmal werde ich jetzt hier... Okay, so hakt man also. Muss ich jetzt erstmal hier quasi den Boden ein bisschen bearbeiten, das Feld bestellen, damit ich erstmal da was säen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ich mache jetzt hier erstmal so eine Reihe. Aber irgendwie, jetzt rennt der auch gar nicht, ich weiß nicht. Naja. Ach so, ich habe auch so eine... Ah, okay, das ist meine Stamina quasi. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt auch auffüllt. Ja, wahrscheinlich ganz langsam. Ah, okay, ich kann hier auch drauf drücken. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ach, witzig, ja, jetzt ist er ausgepowert, jetzt hält er erstmal ein Nickerchen. Okay. Und legt sich einfach ins Bett. Na gut. Schläft er erstmal eine Runde, okay. Ist ja auch anstrengend, so eine Feldarbeit, ne? So, ja, mit der war das. Ich denk mal, ich weiß gar nicht, 15 Samen, wahrscheinlich ist das 1, 2, 3, 4, sind das pro Feld ein Samen. Macht natürlich Sinn, das dann so ein bisschen geordnet zu haben, dass man da eben seine einzelnen Dinger ein bisschen geordnet anbaut. Aber wer Harvest Moon gespielt hat, der weiß ja Bescheid. So, ja, dann die Parsnip Seeds. Die kann ich jetzt hier ausbringen. Auch die Ökoplosiv-Freunde werden jetzt hier hoffentlich Tränen in den Augen haben vor Freude. Okay, ja, pro Feld kann ich einen ausbringen. Wenn ich nah genug dran bin, also da kann die, ja, kann die halt nicht werfen. Dann bringe ich jetzt erstmal alle aus, die ich habe. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Dann lege ich am besten hier einfach, ja, ich mache hier einen Abstand oder zwei wegen der Straße, also wegen der Tür. Und bringe dann, ja, daneben diese gemischten Samen aus, wobei ich nicht weiß, was das dann ist. Und ich gucken, dass ich mich jetzt nicht überarbeite. Sop. Okay.
rechne mit neuen Baumpflanzen. Weiß ich gar nicht. Ne, irgendwie. Okay, kann ich erstmal jetzt... Ach so, der kann ihn essen, ja. Nom nom nom, ja gut, dann, ja, dann isst er den wohl. Wenn er sich, ja, wenn es ihm schmeckt, ne? Ich erstmal hier diese gemischten Samen aus, wahrscheinlich ist das einfach so... Ja, weiß man nicht, was da ist. Aber das war auch eine 1, okay. Ist das Clay? Okay. In Crafting and Construction brauche ich das, okay. Ja, dann... Achso, ich habe Post, sehe ich gerade. Aber ich sollte eben mal die Samen angießen. Damit da auch natürlich irgendwas im Dorse wächst. Ah, okay, die ändern auch die Farbe, dann... Sieht man, wo man schon war, ist natürlich ganz klug. Ich hoffe, gibt ihnen das nicht zu viel, wenn ich aus Versehen mal den einen oder anderen doppelt begieße. Ich weiß nicht, wie sensibel die Pflänzchen oder die Samen sind. Ups, was war das? Ah, okay, auf F kann ich mein Journal aufrufen scheinbar. Oh, und ein Schmetterling. Hallo, meine Freunde. So, jetzt schaue ich doch mal. Ja, nee, ich will nicht gießen, ich würde gerne die... Ich würde gerne die Post abrufen, okay. Ah, okay. Oder auch nicht. Ah. Oh. Ach so, ja, sehe ich jetzt auch erst. Ah, wenn man sich überarbeitet, dann, ja, dann muss man... 50 Zahlen, Moment, ich kam ins Krankenhaus, das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht sollte ich dann noch was essen. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier. Hier wahrscheinlich noch irgendwie einen Brief. Okay. Willi ist vom Fischtrip wieder da und ja, hat irgendwas für mich. To the Beach, ja. Achso. Das sind meine Quests quasi. Okay, ich soll... Ach, um 5 Uhr muss ich auch dahin. Ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz passend. Ich weiß jetzt auch nicht... Habe ich eine Karte auf... Ja, habe ich. Das ist schön. Okay. Hm. Okay, da ist ein Laden. Hier ist der Strand, scheinbar. Ah, wo bin ich denn hier? Die Ranch, ist das hier meine? Ja, das ist die Bennohaus Farm. Okay, dann bin ich hier irgendwo. In der Nähe vom Bastorf. Okay. Hm? Achso, Fanstaste. Hier ist der Bastorf. Ja, ich gehe mal hier gucken. Ich weiß allerdings nicht, meine Stamina geht schon wieder runter, ich weiß gar nicht. So, dann sollte ich mich wahrscheinlich einfach schlafen legen kurz. Bevor ich in die Stadt gehe. Achso, da steht dann immer noch das Gleiche. So, ja dann. Ich könnte natürlich... Ja. Ich schmeiß das mal da rein. Kann man das hier aufteilen irgendwie mit Steuerung oder so? Ich würde gerne nur einen Teil davon nehmen. Ja, okay. Ich habe ziemlich viel. Hm. Ah, weiß nicht genau, wie das geht. Na, dann bleibt es erstmal bei den Waren. Vielleicht kriege ich da meine 50 wieder, die ich beim Arzt ausgegeben habe. Unfreiwilligerweise. Oh, das wollte ich. Ja, und dann... Ja, gehe ich jetzt mal schlafen.